Wenn ihr euch gewundert oder gefreut habt, dass hier die Fetzen fliegen, nee, also wir kämpfen nicht gegeneinander, das wäre dann eine Talkshow, sondern wir setzen uns mit der These auseinander, die die beiden Gäste mitbringen, also mit beiden Thesen. Wir ringen damit, wir versuchen sie zu verstehen, zu durchdenken und so ein bisschen anzuwenden. Das ist sozusagen der Battle-Charakter daran. Wir machen es wieder wie eben, ersten Gespräch, schickt gerne schon Fragen und Statements los währenddessen und dann kommen wir hinterher zur Publikumsrunde. Business Unusual, wie denken wir neu? Wie kommen wir ins Handeln? Das ist unser Thema und ich stelle euch mal die beiden Gäste vor. Anna-Maria Braun ist eine davon. Hallo Anna, ich sehe dich schon im Zoom, hi. Anna kommt von B. Braun, also einem Medizintechnikunternehmen, das, ich glaube, 5000 Produkte herstellt, von Hygienemanagement bis Ernährungstherapie. B. Braun ist ein Familienunternehmen. Sie ist in 6. Generation darin tätig und sie ist Vorstandsvorsitzende. Liebe Anna, kurz zum Warmwerden, dass wir deine Stimme schon mal hören und dich ein bisschen kennenlernen. Was hast du denn durch deine Person Neues in das Unternehmen reingebracht, das ihr schon seit 6 Generationen führt? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich auch eine Art zu führen. Und da komme ich ja später noch drauf. Denn das Glückliche war ja, oder der Zusammenhang, wir haben auch eine neue Strategie entwickelt, jetzt im letzten Jahr. Und da gab es sicherlich neue Impulse, wie kommunizieren wir die Strategie, wie setzen wir aber auch den Strategieprozess auf. Der war viel iterativer, also nicht in kleinen Krüppchen ausgedacht und dann ausgerollt und ist auch kein... Das Endprodukt war keine Hochglanzbroschüre, die dann jetzt überall verteilt wurde. Das würde ich sagen, war sicherlich ein Punkt, wo eine Veränderung war vorher. Und ja, ich glaube auch mit meiner Perspektive, ich war ja lange vorher in Asien, wie man arbeitet, eine gewisse Dynamik, direkte Ansprache, dass das vielleicht neu war. Ja, danke. Wir springen mal zu Ernst. Ernst Fehr, den wir mit einer wunderbaren Wiese im Hintergrund sehen. Hallo Ernst. Ernst Fehr ist Experte zum Verhalten von Menschen. Er ist Forscher und Praktiker. Er ist nämlich Professor für Verhaltensökonomie an der Universität Zürich. Und er hat ein Unternehmen gegründet auf der Basis von Verhaltensökonomie mit dem schönen und doppeldeutigen Namen Fehr Advice. Übrigens auch ein Familienunternehmen, denn dein Bruder, lieber Ernst, ist ja in der Geschäftsführung. Kurz zum Warmwerden. Ihr fokussiert ja mit Fehr Advice auf High-Performance-Unternehmen. Erklär uns doch mal ganz kurz, was ist denn ein High-Performance-Unternehmen? Und seid ihr es denn selbst? Ja, eine gute Frage. Ein High-Performance-Unternehmen. Nun, ich glaube, wir haben alle ein Alltagsverständnis von einem High-Performance-Unternehmen. Ich betrachte darunter Unternehmen, die sehr innovativ sind, die sich nachhaltig innovativ verhalten am Markt und etablieren, sich gegen die Konkurrenz durchsetzen können und beispielsweise ständig neue Produkte auf den Markt bringen können. Weil wenn man immer nur bei den alten Produkten bleibt, ist es leicht möglich, dass der Markt irgendwann mal ausläuft. Am klarsten sieht man das in der pharmazeutischen Industrie. Wenn da die Patente ablaufen, haben die Firmen ein großes Problem und sind gezwungen, ständig neue Produkte auf den Markt zu bringen. Man sieht es aber auch bei so Firmen wie Nestle, die jedes Jahr hunderte neue Produkte auf den Markt bringen. Das heißt, es ist diese permanente Innovationsbereitschaft und die Fähigkeit, laufend die Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter für die Unternehmensziele zu mobilisieren. Dein Bruder zusammen hin in Bezug auf dein eigenes Unternehmen? In Bezug auf mein eigenes Unternehmen? Ja, wir versuchen das so gut es geht zu leben. Nicht ganz einfach in einem Bereich wie Behavioral Economics, wo man bisher die Menschen nicht sozusagen einfach von der Uni her anstellen konnte. Die kommen ja nicht ausgebildet zu uns, sondern die müssen wir praktisch ausbilden. Und unsere Erfahrung ist, dass wenn wir auch Leute von anderen Beratungsunternehmen herholen, dann funktioniert das nicht. Es funktioniert eigentlich nur über die Ausbildung, die innen abläuft im Unternehmen. Und hier versuchen wir eben diese Innovationsfähigkeit und dann Experimentierfähigkeit, die wir bei High-Performance-Unternehmen haben müssen, selbst auch zu leben. Sehr schön. Lass uns gleich mal reinspringen und eine These angucken. Und die erste kommt von Anna.
Und Ihre These lautet, Disziplin schafft Freiräume. Und Anna, als ich die zum ersten Mal gehört habe, hatte ich das Gefühl von einem scheinbaren Widerspruch, weil Disziplin hat für mich was zu tun so mit Ranklotzen, also von der Energie her eher so. Und Freiräume hat für mich was zu tun mit Loslassen. Schafft denn Disziplin Freiräume? Also diese These oder die Idee ist geboren eigentlich, das hat begonnen mit der Entwicklung des Strategieprozesses, über den ich vor eben schon gesprochen habe, dass wir uns natürlich gefragt haben als Unternehmen, was auf der einen Seite eine hohe Innovationskraft braucht. Wir sind über 181 Jahre alt, das wäre nicht möglich, wenn man nicht neue Dinge entwickelt, gleichzeitig eine hohe Produktionstiefe haben, also die Produkte auch selber herstellen und in der Produktion ist natürlich auch in der Industrie oder in System, Gesundheitssystem, wo hoher Preisdruck herrscht, Effizienz braucht. Und dass wir gesehen haben, wenn wir uns ausrichten wollen auf die nächste Dekade, kann nicht die Lösung sein, nur sich auf das eine zu konzentrieren und beste, effizienteste Unternehmen zu sein und auf der anderen Seite oder zu sagen, wir sind jetzt nur noch agil und experimentieren. Und diese Beidhändigkeit oder Ambidextrie, wie es ja auch genannt wird, dass das der Weg für uns sein muss als Unternehmen, um erfolgreich zu sein in der nächsten Dekade. Und dass eigentlich Disziplin schafft Freiräume, das versinnbildlicht. Also nur als Beispiel, wir haben natürlich unser Kerngeschäft, da brauchen wir nach wie vor viel Disziplin, Fokus, das zu entwickeln. Dann haben wir aber auch natürlich Freiräume für strategische Innovationen, die eine andere Experimentierfreude, Fehlerkultur brauchen, um zu gucken, setzt sich sowas im Markt durch. Das ist auch was zum Beispiel beim Strategieprozess, wo wir ja gesagt haben, wir sind iterativ, aber wir brauchen natürlich trotzdem, können wir nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auch Effizienzen generieren müssen in bestimmten Bereichen. Und Cashflow-Management, die Krise hat das praktisch verschärft oder dass wir diese Ambidextrie noch leben mussten. Wir natürlich sehr genau gucken mussten, wie wirkt sich die Pandemie auf unsere Kunden auf und Cashflow. Da waren wir sehr diszipliniert, haben das gut kontrolliert, hatten dann aber auch wieder Freiräume, um Investitionsprojekte trotzdem voranzutreiben. Und für die Gruppe vielleicht besonders interessant, auch in der Führungskultur oder im Führungsverständnis, findet es meines Erachtens auch Anwendung, weil wir natürlich viele Möglichkeiten haben durch die flexibleren Arbeitsformen, die wir jetzt alle nochmal verstärkt erprobt haben. Es erfordert dann aber, zumindest aus meiner Erfahrung, auch mehr Disziplin, noch mehr Disziplin in der Führung der eigenen Mannschaft, weil man eben nicht mehr so viel Gelegenheit hat, mitzukriegen, wie geht es tatsächlich dem Team, sind die überlastet oder nicht. Und da auch wieder zu leben, sehr diszipliniert zu wissen, wo muss ich drauf achten, um dann die Freiräume, die uns auch die Technologien ermöglichen, zu nutzen und auch zu genießen. Also ich habe jetzt auch so verstanden, dass es auch darum geht, die Ressourcen besser einzusetzen, ne, um auch so eine Freiräume zu schaffen, um auch gezielt Sachen voranzutreiben, wie den Strategieprozess oder auch neue Produkte. Heißt es auch, dass Disziplin was mit Befreiung zu tun hat, weil man auch Sachen loslässt? Absolut. Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer vielleicht auch aus Familienunternehmen kommen. Wir lieben unsere Produkte, wir haben ein sehr breites Portfolio. Das ist auch gut. Aber wir tun uns sehr schwer, auch bei Projekten Nein zu sagen oder zu sagen, wir können das nicht mehr leisten oder auch ein Projekt, was nicht in die richtige Richtung geht, dann doch noch weiterzuführen. Also wir haben einen langen Atem. Und das haben wir gesehen, dass wir in den Krisenstäben zum Beispiel im Pandemiemanagement sehr klar entschieden haben. Und dann auch, weil wir nicht wussten, wie entwickelt sich die Lage, nicht so viel Neues aufgetürmt haben, Mitarbeiter mal Nein gesagt haben oder wir Projekte beendet haben, abgebrochen haben und das eigentlich befreiend gewirkt hat. Mhm. Also ich will raus mit der These vielleicht ganz kurz noch, dass Disziplin sowas Negatives hat oder Spießiges und alle darunter ächzen, sondern es eigentlich wirklich, wenn man es bewusst einsetzt, genau das Richtige ist, um dann viele Freiheiten und Freiräume zu gestalten. Ja, da darf wahrscheinlich Mitarbeiter auch einfach mal Nein sagen und zum Beispiel sagen, ich will dieses Projekt nicht machen oder also wenn diese Freiheit in der Kultur besteht, dann gibt es wahrscheinlich auch wieder mehr Zeit, mehr Energie für die Sachen, auf die ihr euch fokussieren möchtet, ne? Ja, und in der heutigen Zeit ist es ja so, wir leiden ja nicht an zu wenig Ideen oder an zu wenig zu tun. Die Welt entwickelt eine große Komplexität.
in der Medizintechnikbranche kommt dazu noch eine hohe Komplexität der Regularik. Also es ist wirklich eine Herausforderung, dann zu sagen, das kann ich nicht. Also gibt es ja Schlagwort Priorisierung, da reden auch alle drüber, wir müssen priorisieren. Wenn man sich dann die Liste anschaut, wie viele Prioritäten stehen da drauf, weiß jeder, das ist schon nicht mehr realistisch. Und da mal Beispiele zu setzen, dass wir tatsächlich sagen, wir streichen was. Das muss allerdings auch noch geübt werden, das ist nicht so leicht. Ja, die gelebte Kultur zu kommen, ne? Genau. Ernst, lass uns doch mal auf Disziplin gucken aus dieser verhaltensökonomischen Sicht. Muss man Leute zu Disziplin zwingen oder machen die das auch freiwillig? Ich glaube, beides. Wobei ich nicht sagen würde, man muss sie zwingen. Ich glaube, Disziplin ist eine Komponente von Selbstregulierungsfähigkeit. Und Selbstregulierungsfähigkeit, das ist eine umfassende Fähigkeit, die aus Komponenten besteht wie Selbstkontrolle, also Disziplin, aber auch Planungsfähigkeit, Voraussicht, die Fähigkeit, Ziele zu setzen und sie aber auch dann zu verfolgen und dabei zu bleiben und auch die Hindernisse zu überwinden, die sich den Zielen in den Weg stellen. Das gehört alles zur Selbstregulierungsfähigkeit. Und Selbstregulierungsfähigkeit hat eine, meines Erachtens, institutionelle Komponente. Die kann man, und das hat Frau Braun oder Anna sehr schön beschrieben vorher, das sind ja, da kann man ja durch bestimmte Verhaltensregeln die Dinge steuern in Richtung mehr Disziplin oder Selbstregulierungsfähigkeit. Und die müssen eben klug gewählt werden, diese Verhaltensregeln. Gleichzeitig hat es aber auch eine individualpsychologische Komponente. Die Selbstregulierungsfähigkeit ist eigentlich auch immer nicht nur eine Eigenschaft von Unternehmen, sondern ist eine Eigenschaft von Individuen auch. Und in diesem Zusammenhang kann ich zum Beispiel von Forschungsprojekten aus meiner eigenen Tätigkeit, übrigens in Kooperation mit Forschern von der Universität Mainz, berichten, wo wir 6- oder 7-jährigen Kindern Selbstregulierungsfähigkeit beibringen. Das ist ja nichts, was, es gibt kein Fach Selbstregulierungsfähigkeit in der Schule. Es gibt Mathematik, es gibt Geometrie, es gibt Deutsch. Aber wie lernen denn die Kinder Selbstregulierungsfähigkeit? Und das ist eigentlich die Basisfähigkeit für alles weitere Lernen. Wenn ein Mensch nicht selbstregulierungsfähig ist, dann lernt er auch nicht vernünftig Mathematik. Dann bricht er beim kleinsten Widerstand ab. Dann gibt es keine Persistenz bei den Zielen. Dann hat man keine Selbstkontrolle, man ist impulsgesteuert und so weiter. Das heißt, das ist eine ganz fundamentale Fähigkeit von Organisationen und von Individuen, die man, glaube ich, viel stärker in den Mittelpunkt rücken muss. Ich muss da gerade an diesen kleinen Marshmallow-Test denken, wo man den Kindern sagt, isst den einen jetzt auf oder wenn du wartest, also wenn du dich selbst regulierst, zurückhältst, dann darfst du 2 essen sozusagen. Ne? Da habe ich jetzt gerade gedacht, als du das Beispiel mit den Kindern erzählt hast. Und die Frage ist ja auch, also du hast gesagt, das können Individuen, das kann jeder Einzelne, das kann aber auch die Organisation. Ne? Ich frage mich eh, also so ein Familienunternehmen wie B. Braun, über 60.000 Mitarbeiter, da kann man Disziplinen wahrscheinlich auch gar nicht einzeln sozusagen durchsetzen, sondern jeder Einzelne bringt es von innen mit, weil sonst wäre es ja auch nicht möglich. Nicht ganz. Also es ist schon eine individuelle Komponente und beim Einstellungsprozess, glaube ich, dass implizit die Leute, die andere einstellen, auf das achten. Ich meine, das hat zum Beispiel, das läuft dann unter anderen Begriffen, ja, wie Kooperationsfähigkeit und Teamfähigkeit und hat die Person Ausdauer. Aber im Prinzip steckt das hinter jedem Auswahlprozess bei Personal dahinter. Das heißt, wir wollen natürlich Menschen, die das können. Gleichzeitig ist es aber auch eine Fähigkeit von Organisationen. Ich kann zum Beispiel durch kluges Setzen von Deadlines, ganz eine einfache Sache, ja. Ich kann durch Erinnerungen, ja, heute, wenn man ins Krankenhaus geht hier in Zürich, dann bekomme ich immer 2 Tage vorher ein SMS als Erinnerung, dass es da ja einen Termin gibt. Das heißt, man kann institutionelle Vorkehrungen treffen, die Selbstregulierungsfähigkeit einer Organisation innerhalb der Organisation, aber auch in ihrer Beziehung zu den Kunden beispielsweise erhöht.
Klingt lustig, weil die Erinnerung an die Selbstregulierung, das heißt, das ist wie so ein Hin und Her. Die Erinnerung an die Selbstregulierung, es ist die Erinnerung an eine Handlung, die man setzen muss. Okay. Nicht? Also wir vergessen, wir haben ja eine beschränkte Erinnerungsfähigkeit und wir haben zwar alle möglichen Hilfsmittel mittlerweile und das ist, hilft uns, ja. Wenn das Handy zum Beispiel klingelt, ich stelle mir zum Beispiel immer den Wecker, weil ich, wenn ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit so vertieft bin, dann kann es passieren, dass ich mich verliere in der Zeit. Und darum stelle ich mir den Wecker. Das ist eigentlich eine ganz simple Vorkehrung, die mich diszipliniert, unter Anführungszeichen, oder die meiner Selbstregulierung hilft. Ja. Anna, wir gucken noch mal kurz auf dich und B. Braun, bevor wir dann zur Ernstthese gehen. Ich wollte dir eine Frage stellen, die auch schon ankam von einer Teilnehmerin. Was bedeutet Corona für eine Firma wie B. Braun? Und wie hat dieser Grundsatz, Disziplin schafft Freiräume, euch da geholfen? Also das war natürlich wie für alle Unternehmen eine große Herausforderung, die, sage ich mal, den Druck oder die Komplexität erheblich erhöht hat. Jetzt sind wir natürlich auch im Gesundheitswesen tätig. Fast alle unsere Betriebe sind sozusagen systemrelevant auch eingestuft. Das heißt, es war ziemlich schnell klar, wir müssen uns um die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, gleichzeitig aber die Produktionen am Laufen halten. Und da haben wir eben gemerkt, wir haben ja Krisenstäbe, die haben alle super funktioniert und es hat sich auch jeder diszipliniert praktisch an das Prozedere gehalten. Also ich habe nicht angefangen, mich da überall reinzuschalten und mitzureden, sondern es war klar, das sind unsere Experten, die können entscheiden. Das hat auch weltweit gut funktioniert. Also auch so ein Empowerment für diese Mitarbeiter in so einer kritischen Situation. Und was ich vorhin angesprochen habe beim Cashflow-Management, da diszipliniert draufzuschauen, wie entwickeln sich die Zahlen. Und gleichzeitig, und das war, glaube ich, auch dann ein Energielieferant für alle, den Strategieprozess nicht aufzuhören, nicht alles wie erstarrt liegen zu lassen, sondern das weiterzuführen, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemerkt haben, schwere Situation, angespannte Lieferketten, jeden Tag eigentlich was Neues. Und trotzdem haben wir auch Zeit und Raum für, sag ich mal, diesen Strategieentwicklungsprozess. Und es hat sicherlich Zuversicht gegeben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sowas möglich ist. Jetzt, ein Jahr später, sehen wir aber auch ganz klar große Erschöpfung in allen Bereichen, was natürlich auch daran liegt, dass diese Ungewissheit noch andauert. Wir haben zwar Licht am Ende des Tunnels mit den Impfstoffen, aber dass wir jetzt noch mal wie eine neue Initiative starten, ganz bewusst auf unsere Teams zuzugehen. Zuversicht und wohlgemerkt, das ist immer noch für ein Unternehmen, was robust eigentlich durch die Krise kommt. Da gibt es ja andere Bereiche, wo es noch viel schwerer ist. Und vor allen Dingen, vielleicht noch als Letztes, nicht so eine Mentalität zu entwickeln, wir müssen noch durchhalten und irgendwann wird es schon besser. Weil selbst wenn wir wieder mehr Freiheiten haben, dann kommen ja wieder andere Dinge, mehr soziale Verpflichtungen, vielleicht fangen wir wieder mehr an zu reisen. Das heißt, ein Pensum kann dann trotzdem noch sehr hoch sein. Und es wird nicht dieser eine Moment kommen, wo alles schöner ist. Wir müssen jetzt darauf achten, auf die Mitarbeiter und Teams, dass wir eben jetzt auch schon Erholung finden und man rauskommt manchmal aus dem Coronavirus und Zuversicht hat. Ich habe gerade schon eine zweite These rausgehört, vielleicht für die Zeit danach, nämlich Perspektive schafft Erleichterung oder Perspektive schafft Zuversicht. Also auch zu wissen, wann es aufhört und wann man sozusagen diesen Durchhaltemodus aufgeben kann. Genau. Ja, weil auch der erste, ganz kurz noch, das erste Homeoffice hat super geklappt, große Begeisterung, das funktioniert. Dann, und jetzt ist es eher gekippt, dass viele sagen, darf ich bitte zurückkommen? Und wir haben diesen Mix, diejenigen, die zum Beispiel alleine sind, wo die Arbeit sich sehr entgrenzt, weil man kann nirgendwo hingehen, also wird lang gearbeitet. Diejenigen, die die Extrembelastung haben noch mit Familie und Homeschooling. Die setzen sich gegenseitig unter Druck, je nachdem, wer wann spät oder früh eine E-Mail schreibt. Also da einfach drauf zu achten und dann natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer noch in die Produktion Ernst, wir gucken mal auf deine These.
In der geht es darum, was ein High-Performance-Unternehmen ausmacht. Und zwar sagst du, kooperative soziale Normen und Experimentierfähigkeit sind Schlüsselfaktoren für innovative High-Performance-Unternehmen. Also in anderen Worten oder in meinen Worten würde ich sagen, geht es um eine Kultur des Miteinanders und der Innovationsfreude? Ja gut, also es gibt zwei Schlüsselbegriffe hier, Kooperation, kooperative soziale Norm und Experimentierfähigkeit. Und was ich damit meine, ist am besten deutlich zu machen, vor dem Hintergrund einer Sichtweise, die sich in den letzten Jahrzehnten teilweise in den Wirtschaftswissenschaften durchgesetzt hat, dass man die meisten Motivationsprobleme und Anreizprobleme am besten durch finanzielle Anreize löst. Und das ist ein großer Irrglaube gewesen, meines Erachtens. Und weil es kann, die freiwillige Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter, die kann eigentlich durch nichts ersetzt werden. Und diese freiwillige Kooperationsbereitschaft, die ist nun wiederum eine individuelle Eigenschaft. Wir haben extreme Unterschiede in der Bereitschaft, auf eigene Vorteile zugunsten eines größeren Ganzen zu verzichten zwischen den Menschen. Wir erleben das tagtäglich. Jeder, der in einem Team arbeitet, kann Leute benennen, die immer meistens an sich selbst denken und nicht so an die Gruppe, und andere, die sehr viel für die Gruppe machen. Da gibt es übrigens auch Geschlechtsunterschiede. Welche? Und, ja gut, ich glaube, dass Frauen eher bereit sind, sich sozusagen fürs Ganze einzusetzen, für die Sache einzusetzen. Aber es gibt natürlich große individuelle Unterschiede. Wenn man so ein Statement macht, dann darf man nicht vergessen, es gibt auch viele Männer, die das machen. Das ist ein bisschen immer das Problem, wenn ich sage, die Männer sind größer wie die Frauen, dann ist das statistisch richtig. Aber es gibt viele große Frauen und kleine Männer. Also so gilt das auch hier. Ja, also bei diesen Verallgemeinerungen muss man vorsichtig sein. Aber was ich damit meine mit kooperativen, mit individueller Eigenschaft versus institutionelle Eigenschaft, ich kann auch eine Organisation so schaffen und gestalten, dass es klare normative Regeln gibt, was denn erwartet wird von den Leuten. Und wenn es klar ist, dass man von den Leuten auch erwartet, dass sie bereit sind, die Extrameile zu gehen, die praktisch jedes Projekt verlangt. Nicht jedes anspruchsvolle Projekt ist, ich nenne das immer, ist ein kleiner Marathon. Und am Kilometer 39, da hängt den meisten dann schon die Zunge raus, weil sie müde sind. Ja, also Corona ist jetzt ein Beispiel, Bewältigung der Corona-Krise. Wir sind alle erschöpft, aber wir müssen jetzt immer noch laufen. Ja, und normative Regeln, die können hier helfen. Und die sozusagen, die von allen als verbindlich erachtet werden, sodass man, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, auch wenn man sich nicht dran hält, beziehungsweise ein Kollege, der auch mal sagen kann, du, wir haben doch ausgemacht, dass das so gemacht wird. Und es wäre mal schön, wenn du auch eine Überstunde machst und nicht immer nur ich, beispielsweise. Das meine ich mit dieser freiwilligen Kooperationsbereitschaft. Das heißt, das hat auch etwas mit der Disziplinierung von egoistischem Verhalten zu tun. Und der zweite Komponent ist Experimentierfähigkeit. Und hier gibt es ja Unternehmen, die sind immer schon experimentierfähig gewesen. Das sind so die Unternehmen, die ständig neue Produkte entwickeln. Ja? Die haben ganze Experimentierabteilungen. Nicht, wenn ich ständig Mitarbeitern, die ständig Experimente machen. Aber das habe ich jetzt nicht im Sinne. Es gibt ja viele Dinge, die ein Unternehmen ständig erneuern muss. Und da gibt es kein Labor dafür. Und die Frage ist jetzt, wie kann ein Unternehmen experimentierfähig bleiben? Und die Idee hier ist, die hinter der Experimentierfähigkeit steht, ist fail fast but small. Ja? Du machst viele kleine und so fail fast but small, das Schöne daran ist, ja, wir lernen etwas daraus, wenn wir scheitern. Und wir müssen die Experimentierfähigkeit so gestalten, dass wir klein scheitern, aber rasch auch. Ja? Also nehmen wir mal an, Anna kommt jetzt zu dir und sagt, lieber Ernst, bitte berate uns. Wir wollen das ausprobieren. Wir haben zwar viele Produkte und wir lieben sie alle, aber wir brauchen neue Produkte. Wie könnte diese Experimentierfähigkeit, diese Freude für so ein laufendes Unternehmen mit langen Produktionslinien denn aussehen? Ich glaube, dass ich
der Anna gar nicht viel erzählen kann, was die neuen Produkte angeht, weil das machen die schon. Die sind doch, ich vermute das, also ich habe mich jetzt nicht eingehend damit beschäftigt, aber das ist ja euer fast tägliches Geschäft gewesen, dass ihr auch neue Produkte entwickelt, loslassen, alte aussortiert und so weiter. Aber Experimentierfähigkeit geht weit über die Schaffung von neuen Produkten hinaus. Das betrifft die Beziehung, die man zu Kunden hat. Das betrifft die Beziehung, die man zu Mitarbeitern hat. Und zum Beispiel im Internet ist das besonders gut zu illustrieren. Google, Facebook und all die großen Tech-Konzerne, die machen mit uns täglich Tausende von Experimenten. Google platziert seine Werbebotschaften in geeigneter Weise und probiert alles Mögliche aus. Wir wissen das gar nicht. Die haben auch keine Ethikkommission, wie wir Wissenschaftler, die ständig sich das genehmigen lassen müssen. Die machen das einfach. Und was wir jetzt machen, zum Beispiel bei FairAdvice, ist, wir helfen Firmen in ihrer Beziehung zu Kunden auf ihrer Webpage experimentierfähig zu sein. Und da gibt es, im Grunde geht es dann um die Frage, wie lange kann ich so einen Kunden auf meiner Webpage halten? Wie lange kann ich ihn neugierig machen? Wie kann ich eine Beziehung aufbauen zu meinem Kunden? Wie muss ich da agieren? Und das ist alles, das ist einfach angewandte Verhaltensökonomie. Ja, das ist für jeden Kunden anders und für jede Problemstellung anders. Ich gucke mal so in Richtung Anna, wenn wir uns nebeneinander stehen würden, würdest du es besser sehen. Du darfst auch gerne reagieren, ihr könnt aufeinander reagieren, dass wir so ein bisschen aus der Dynamik rauskommen, dass ich immer die Fragen stelle. Also wenn es was gibt, wo du merkst, da würde ich gerne einhaken, sehr gerne. Also ich kann das nur unterstreichen, diese zwei Themen, und vielleicht berichten, wo wir das schon probieren, ohne dass wir jetzt sagen können, das hat zum vollen Erfolg geführt, weil wir auf der einen natürlich Forschung und Entwicklung haben, die so inkrementelle Innovationen auch viel machen, jetzt eine Technologie entwickeln, wo wir gesagt haben, das ist absichtlich in einer separaten Einheit, die wir auch sehr in Ruhe lassen, die natürlich kontrolliert werden und auch Feedback geben müssen, aber wo wir auch andere Maßstäbe ansetzen an die KPIs. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, gerade bei digitalen Technologien. Also das ist so, wo wir erproben, wie erhalten wir uns Experimentierfähigkeit einmal in unseren klassischen Bereichen, aber auch dann bei wirklich neuen Dingen, wo wir dann vielleicht noch mehr Freiräume brauchen, als wir es so schon haben. Und diese Kooperation ist ja für uns auch ein großes Thema, wenn wir über digitale Technologien, besonders Datenmanagement, reden, weil wir natürlich sehen, wir stellen zum Beispiel Infusionspumpen her, die schon viele Daten sammeln, aber der richtige Clou oder wo ist der tatsächliche Mehrwert, den werden wir erst erarbeiten können in Projekten mit unseren Kunden. Das heißt, wir brauchen auch nochmal eine größere Offenheit und Diskussion, wie arbeitet man mit Kunden an Projekten, Produkten oder Lösungen, damit tatsächlich dann der Mehrwert rauskommt. Und das sind genau die Bereiche, wo wir jetzt eben auch schauen, wie kann das gut funktionieren, so dass es nicht im Brainstorming bleibt, sage ich mal, sondern tatsächlich dann, und das ist für uns natürlich wichtig, wir irgendwann damit Umsatz machen und Geld verdienen. Eine Frage dazu, ihr arbeitet ganz viel mit den Kunden. Ich meine auch gesehen zu haben, dass ihr euch selbst als Gesundheitspartner oder Partner im System begreift auch wirklich. Ernst, da die Frage an dich, also diese Sichtweise, Produktentwicklung zusammen mit Kunden zu machen, ist das auch ein Indikator für ein High-Performance-Unternehmen, wie du es vorhin benannt hast? Also meines Erachtens ganz sicher. Es setzt ja voraus, dass es ein enormes Vertrauen gibt, weil das sind ja, ich kann ja sozusagen, das ist ein wunderschönes Beispiel, von wo Vertrauen und Kooperationsfähigkeit auf beiden Seiten notwendig ist, nicht? Weil letztlich hat man, wenn man so ein Projekt entwickelt mit einem Kunde, mit einem Kunden, ist das a priori nicht ganz klar, wie Verallgemeinerungsfähigkeit ist und wie spezifisch das auf den Kunden zugeschnitten ist. Das heißt, da gehen beide Partner ein Risiko ein, in dem Sinne, dass ja, in der Wissenschaft nennen wir das sozusagen Hold-up-Problem, oder man kann dann irgendwann eigentlich, gibt es Erpressungspotenziale auf beiden Seiten, wenn die böswillig sind, ja. Und da braucht es zum Beispiel ein Vertrauen in die gute Absicht des anderen, eine langfristige Orientierung und die Informationen müssen fließen können, offen fließen können, sonst entsteht hier keine Innovation. Also ich glaube, das ist ein wunderschönes Beispiel für eine erfolgreiche High-Performance-Activity. Ja. Liebe Chemkühler, wenn ihr Fragen habt, gerne
einen Chat schreiben. Es können auch Gedanken sein oder Statements. Das gucken wir uns gerne an. Und ich hole euch mal in den Loop, Anna und Ernst, was hier im Chat noch passiert ist. Es gab eine Diskussion zum Thema Selbstregulierung. Und da gab es offenbar so zwei, ich sag mal, Lager oder zwei so Kreise, die gedreht wurden. Einmal Bedenken, dass Selbstregulierung die individuellen Bedürfnisse so stark reguliert, dass es niemanden stört. Ach so, dass man sich selbst so weit runternimmt, ne? Dass man gar nicht mehr authentisch ist und eigentlich sich verleugnet, so verstehe ich das. Und die andere Seite war eher positiv ausgelegt, Selbstregulierung im Sinne von, ich kann mich reflektieren, um neue Lösungen zu sehen. Also das wäre auch mein Verständnis. Ich gehe davon aus, auch von dir, Ernst, das ist nicht, ist keine Idee der Selbstoptimierung, ich bin perfekt und immer ruhig und ausgeglichen und kann auf in jeder Situation gelassen reagieren, sondern und die Aufgabe des Unternehmens, ohne dass wir natürlich vorschreiben wollen, wie jemand jetzt seinen Tag gestaltet und arbeitet, aber schon intensiv zu diskutieren, gibt es bestimmte Parameter, die man setzen kann, um zum Beispiel sagt Meetings nicht mehr nach 17 Uhr. Oder also so, das können ganz kleine Sachen sein, aber das nicht im Sinne von, ich bin total optimiert und reiß mich nur noch zusammen und bin nicht ich selbst. Ja, genau. Ja, ich glaube, auf die Selbstregulierung trifft genau auch das zu, was die Anna über Disziplin gesagt hat. Ich meine, sie schafft Freiräume. Sie spart Ressourcen, an Zeit und materielle Ressourcen und gibt dadurch Spielräume. Und das ist nicht, Selbstkontrolle heißt nicht notwendigerweise, ich bin so übertrieben angespannt und immer verbissen. Das ist im Gegenteil. Das heißt auch, ich kann mal loslassen, gerade weil ich mir diese Freiräume geschaffen habe. Hier gibt es eine Frage an dich, Ernst. Welche Methoden verwendet ihr, um Kindern Selbstregulierungsfähigkeit beizubringen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben in Zusammenarbeit mit Daniel Schunk von der Universität Mainz und seiner Frau und seinen Mitarbeitern haben wir ein Programm ausgearbeitet, wo man Kindern in 5 Wochen in der Mainzer Schule. Und das ganze Programm ist über 5 Wochen gelaufen bei 6-7-jährigen Kindern und hat enorme Effekte gezeitigt. Also wir können beweisen, dass die Kinder, die in dem Selbstregulierungsprogramm waren, das war nicht viel mehr als ein paar Stunden pro Woche, die integriert waren in den normalen Unterricht. Das geht jetzt zu weit, dann müssten wir eine eigene Sendung machen, sozusagen, wenn ich beschreibe, wie man das macht. Das ist ein sehr sophistiziertes Programm, aber wir haben, die einfachste Erfolgskennzahl ist, in der Treatment-Gruppe, also die durch das Selbstregulierungsprogramm gegangen sind, sind 13-14% mehr Kinder letztlich ins Gymnasium gekommen. Und das mit einer 5-wöchigen Intervention im ersten Schuljahr. Also das ist atemberaubend, was man hier erzielen kann. Und wir sind jetzt dabei, das aufzuschreiben und endlich zu publizieren, weil das muss jetzt mal raus, sozusagen, damit damit nicht nur Sie davon erfahren, sondern die restliche Welt auch. Also wir merken uns, dass es eine Art Trainingsprogramm ist, das in 5 Wochen arbeitet. Noch einen Kommentar möchte ich euch mitgeben, ob die Kinder in der Schule nicht zu viel Selbstregulierung lernen, weil die Schule ja erfordert, dass wir individuelle Präferenzen zurückstellen, ne? Wenn es zum Beispiel um Inhalte geht oder Lerntempo. Genau nicht, weil wir das Programm, das wir angewendet haben, ich kann das abstrakt beschreiben. Damit hat man noch nicht gelernt, wie man es macht, aber das Programm geht so. Die Kinder formulieren einen Wunsch. Ja? Die ersten 2 Wünsche, die geben wir vor und ab dann formulieren sie ihre eigenen Wünsche, also Ziele. Dann überlegen wir uns, was gibt es für Hindernisse bei der Zielerreichung. Und schließlich überlegen wir uns Strategien, wie man diese Hindernisse überwindet. Also ich gebe ein Beispiel.
Das Ziel des Kindes ist es beispielsweise, ich will einmal am Nachmittag für 10 Minuten mit meinen... Ein echtes Kinderziel? Ja, das ist das Leseziel, das haben wir vorgegeben. Das haben wir vorgegeben. Ja, aber wir haben das so gemacht, dass die Kinder das gerne gemacht haben. Das war ja auch eine Kunst. Das ist die Kunst des Motivierens. Ja? Und die hatten jetzt beispielsweise so ein Leseziel. Ja? Und dann, was war das Hindernis? Ja, das Hindernis ist, wenn ich nach Hause komme, nach dem Hort, dann ist mein Vater beim Fernsehschauen und es ist zu viel Lärm in der Wohnung und ich kann nicht lesen. Und dann lernt das Kind Strategien, wie zum Beispiel, ich gehe jetzt zu meinem Vater und bitte meinen Vater, bitte hör mir 10 Minuten zu oder irgendeine Strategie. Ja? Und das wird sozusagen über 5 Wochen, wird das so in Gewohnheiten eingebaut. Und spielerisch, muss man ja spielerisch machen, das klingt jetzt alles so abstrakt. Die Lehrer haben uns am Anfang gesagt, das funktioniert nie. Die Lehrer haben uns gesagt, das funktioniert, das könnt ihr gleich vergessen. Zuerst mussten wir ja die Lehrer ausbilden. Die Lehrer hatten eine 3-stündige Ausbildung bekommen, das ist ja auch wahnsinnig wenig. Klar, ihr müsst das System angucken sozusagen, ja. Ja, und dann haben die Lehrer das umgesetzt. Und es ist atemberaubend, was die Effekte waren, ja. Eines Tages werden aus diesen Kindern ja Erwachsene und Mitarbeiter, liebe Anna. Und zu diesen Mitarbeitern gibt es eine Frage von den CampQ-Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wie schafft ihr es als Unternehmen, eure Mitarbeiter während der Pandemie mitzunehmen? Ne, da geht es darum, dass auf der einen Seite Projekte oder Investitionen gestoppt werden aus Liquiditätsgründen und auf der anderen Seite eben dann doch wieder strategische Investitionen getätigt werden. Und ich glaube, diese Spaltung ist ja gar nicht so einfach zu vermitteln. Und darauf zielt die Frage ab. Also wir haben keine großen Projekte richtig gestoppt, sondern die liefen weiter. Aber wir haben natürlich kommuniziert, wir müssen vorsichtig sein und haben da auch einen Lernprozess durchgemacht. Weil wir zum Beispiel, so als wir den ersten groben Rahmen für die Strategie hatten, normal haben wir so ein Geschäftsführertreffen einmal im Jahr, das mussten wir schon virtuell machen und haben dann auch gefragt, wie fand das jetzt die Führungsmannschaft, die hat gesagt, super, und haben einfach angefangen, dann das alle 6 Wochen zu machen. Wurde die Gruppe noch ein bisschen erweitert, sozusagen als ein Sounding Board, haben dann auch bei der Entwicklung unterschiedlichster Subthemen von der Strategie nochmal separate Gruppen geformt, auch da die Hierarchien durchbrochen. Also dass es praktisch auch in anderen Bereichen dann da schon so Halbinformationen gab. Und zwar auch kein Problem, dass manchmal so ein bisschen was durchgesickert ist und nicht. Und dann war die große Frage, wie launchen wir die Strategie, und haben uns dann für einen Livestream weltweit entschieden im September, was auch eine Neuerung war. Also nicht eine kleine Gruppe von 300, 400 Leuten, sondern die ganze Welt konnte zugreifen. Und Bandbreite, alles hat gehalten. Das war schon eine große Sache für uns. Und haben da im Anschluss zum Beispiel FAQ-Sessions gemacht und dachten erst, wir bereiten mal Fragen vor, wer weiß, was da kommt. Und haben gemerkt, es kamen super Fragen. Die Response war echt top und haben jetzt diese Livestreams einfach weitergeführt. Im Dezember nochmal einen gemacht, immer FAQs, unterschiedliche Formate noch eingeführt und dann immer so einen Puls-Check gemacht, wie kommt es an? Und dann natürlich auch informelle Sachen, also mit meinem Team, dass man so Sessions hat, wo man jetzt nicht Arbeitsthemen bespricht, sondern einfach mal sagt, wie ist die Lage, wie ist die Stimmung. Dann hatten wir eine am Rosenmontag, da habe ich alle gezwungen, sich zu verkleiden. Solche Sachen auch informell, um eine Lockerheit zu erzeugen. Ja, muss man ja irgendwie digital, ja, klar, damit man dann auch Feedback hat und konkret nachfragen. Also ich nehme da jetzt 2 Sachen mindestens mit raus, aus dem, was du gerade gesagt hast, Anna. Diese Sounding Boards sind ja nochmal so eine Art Resonanzraum auch wieder. Also eigentlich ein bisschen das, was du vorhin mit den Kunden auch beschrieben hast, da gemeinsam was zu entwickeln und sich Feedback zu holen und so eben auch eine andere Vertrauensbasis zu schaffen und Leute mitzunehmen. Und dann aber auch diese Transparenz, also in so einen Livestream zu gehen, wenn ich richtig verstanden habe, war der öffentlich auch? Oder war der öffentlich war er nicht, der war nur für... Genau, weil du gesagt hast, die ganze Welt, die ganzen Standorte, okay. Aber dann natürlich auch eine Transparenz zu schaffen und allen Mitarbeiterinnen möglich zu machen, da Fragen zu stellen und es zu verstehen. Sehr gut. So, ich gucke nochmal auf die Zeit. Also wir haben noch 2 Minuten. Ich gucke, ob es da noch was Wichtiges gibt. Habt ihr noch eine Frage aneinander oder etwas, was ihr euch sagen möchtet? Dann ist jetzt ein super Moment.
Und zwar dieses Fail Fast But Small, das ist ja was, was wir zum Beispiel auch versuchen. Wie stellt man denn sicher, dass das nicht, also dass das auch tatsächlich gelebt wird? Ich sag mal, wir haben schon gute Ideen, aber fail fast und dann die Härte zu haben, die zum Beispiel ja ein Startup trifft, wenn die Idee nicht funktioniert und dann ist die Finanzierung zu Ende, da fehlt es uns noch. Wie kann man sozusagen über nur das, ja, so stellen wir uns vor, dass wir das so gerne hätten, aber wie kann man es tatsächlich erlebbar machen? Weil da merke ich schon, auch in agilen Teams, wir diskutieren das alles, aber sind wir uns wirklich einig? Haben wir den Konflikt jetzt ausgetragen und wie gibt es da noch Erkenntnisse, wie man das praktisch forcieren kann? Ja gut, ich meine, die Frage ist dann immer, was die Alternativen sind für diejenigen Leute, die da ganz viel Herzblut reingesteckt haben. Aber wenn man sozusagen ein Startup gegründet hat, dann ist das natürlich, da stecken dann schon sehr viele Investitionen drinnen. Und wir wissen, dass dann die Leute nicht loslassen können und dass dann die Gefahr besteht, dass man gutes Geld dem schlechten Geld nachwirft, wobei man erst jetzt gelernt hat, dass das schlechtes Geld war, weil am Anfang wusste man das ja nicht. Wir machen am einfachsten geht, am schwierigsten ist das innerhalb des Unternehmens, wo ich sozusagen gröbere Umstrukturierungen vorgenommen habe. Aber was wir zum Beispiel gemacht, ich nenne es ein anderes Beispiel, wir haben ein Experiment durchgeführt in einer großen Schweizer Unternehmung über Homeoffice, ja. Erhöht das die Produktivität oder nicht? Das interessiert ja alle. Und was ganz wichtig ist beim Experimentieren, ist, dass man so eine Art Kontrollgruppe auch immer hat. Das heißt, ich brauche sozusagen, so wie in der Medizin, ich habe eine Placebo-Gruppe und ich habe eine Gruppe, die bekommt die Medizin. Und wenn ich die Kontrollgruppe nicht habe, dann kann ich den Fortschritt nicht wirklich messen, weil ich habe das Counterfactual nicht. Was wäre passiert, wenn ich die Intervention nicht gemacht hätte? Das heißt, die Kontrollgruppe ist unerlässlich für den Lernfortschritt. Jetzt, das geht nicht immer, aber es geht sehr häufig. Wo das besonders leicht geht, ist im Internet. Wenn ich zum Beispiel irgendeinem Handelsunternehmen helfen will, mehr übers Internet zu verkaufen, dann kann ich das relativ leicht machen. Wir haben eine Kooperation mit einer IT-Firma, wo wir sozusagen die IT-Kompetenz haben, wir haben die Experimentalkompetenz und dann designen wir mit dem Kunden zusammen kleine Interventionen. Das geht von wie präsentiere ich mich im Netz, was sind die Alternativen, die ich zur Verfügung stelle, wie bepreise ich die, das ist von Preispolitik zu Produktgestaltungspolitik zu wie frame ich mein Produkt. Alles. Und ich habe immer eine Kontrollgruppe und ich bekomme da in kürzester Zeit tausende Beobachtungen, weil die Kundenkontakte im Internet sind ja sehr zahlreich. Das heißt, ich habe innerhalb von 3 Wochen kann ich enorm viel lernen über wie ich es am besten mache sozusagen. Und wir erleben da die größten Überraschungen. Der Kunde sagt, das funktioniert nie, das glaube ich nie, dass das funktioniert. Und letztlich werden manche Vor-Urteile bestätigt und manche werden nicht bestätigt oder widerlegt. Aber das ist ja genau der Lernprozess, den wir machen wollen. Ja. Danke, dass wir in diesem gemeinsamen Lernprozess miteinander waren, in dem Thesenbattle, wo wir gemeinsam ein paar Sachen durchgedacht haben. Eine kleine abschließende Frage habe ich noch. Und zwar, Ernst, du bist ja Verhaltensforscher. Was denkst du, welches Verhalten, das wir uns in der Pandemie angewöhnt haben, wird bleiben? Ja gut, wir werden noch mehr, der Fortschritt in der Digitalisierung, den wir erlebt haben, der wird nicht mehr rückgängig zu machen sein. Das wird zwar abnehmen, wir sind alle Zoom und... Also der hier? Müde. Ja, das wird bleiben. Gleichzeitig gibt es aber auch Learnings sozusagen, wie wichtig der physische soziale Kontakt letztlich ist und wie stark wir in unserem emotionalen Wohlbefinden letztlich darauf angewiesen sind, dass wir einen viseralen, das ist auf der viseralen Ebene. Ich sitze mit jemandem im Gasthaus und spüre den anderen anders, wie wenn ich den anderen umstrukturiere. Komponente, wie wichtig die ist, letztlich auch für,
für die Produktivität der Mitarbeiter und für das Wohlbefinden? Also ich wünsche mir sehr, dass wir uns eines Tages wieder die Hand geben können. Das hat heute Morgen auch schon unser Interviewpartner von Compute Daniel gesagt, so dieses sich mal wieder drücken. Da wünsche ich mir sehr, dass wir uns dieses Verhalten wieder gönnen dürfen, wenn alles vorbei ist. Vielen, vielen Dank fürs jetzt dabei sein, für die Einblicke, für das gemeinsame Denken und alles Gute. Danke. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.